einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich euch ein Gebrauchtfahrzeug von uns zeigen. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon seht, das ist ein Knaus, man erkennt es an den Schwalben. Das ist wirklich ein gut gebrauchter Wagen, immer 7,50 Meter lang, also ein etwas größerer, aber ist innen super toll gepflegt, geräumig und den zeige ich euch jetzt mal. Jetzt beginne ich trotzdem kurz außen, damit man einen kleinen Eindruck kriegt, was die Gesamtlänge von dem Wagen beinhaltet. Also wie gesagt, 7,50 Meter ist er lang, 2,50 Meter ist er breit. Dann kommen wir da schon zu der geteilten Eingangstüre. Und jetzt steigen wir mal ein in das gute Stück. Wenn man zur Tür reinkommt, hat er wirklich gleich eine große geräumige Sitzgruppe. Kann man auch noch mal als Bett umbauen. Die Zusatzpolster sind mit dabei. Dann haben wir da den Küchenbereich mit Abstellfläche auf der einen Seite. Er hat auch eine Mikrowelle mit verbaut. Oben ist dann die Spüle, die ist jetzt gerade geöffnet. Natürlich auch Warmwasserversorgung über 230 Volt. Nebendran ist der Gaskocher. Dann kommen wir da schon zum Fernsehfach. Der Fernseher ist natürlich auch mit dabei. Hinten haben wir die Liegefläche, ein französisches Bett mit einer Federkernmatratze. Die ist neu, im April 2020 haben sich das die Vorbesitzer noch gekauft. Auf dem Bett liegen dann die Zusatzpolster, wenn man sich vorne eine Liegefläche bauen möchte. Hinten im Eck ist die Nasszelle. Und da gucken wir jetzt mal rein. Also auch die sehr geräumig. Hinten die Kassettentoilette, wo man von außen dann entleeren kann. Oben drüber ein kleines Regal. Ein Fenster mit Mückenschutz und Verdunklungsrollo, wo an allen anderen Fenstern ringsherum auch verbaut ist. Das Waschbecken und oben noch ein kleines Fächchen zum Verstauen. Und auch unterm Waschbecken ist noch ein Stauraum mit dabei. Direkt neben der Toilettentüre sind dann auch noch zwei Schrankfächer. Also Stauraum hat er wirklich jede Menge Fächer. Er hat auch die Auflastung auf 1700 Kilo, dass man auch Möglichkeit hat, wirklich zu beladen, ohne dass man gleich überladen ist. Dann ist hier nochmal ein Kleiderschrank. Unten drunter ist die Thomaheizung. Das ist auch die starke, die 5000er. Neben dem Kleiderschrank ist eine große Kühl- und Gefrierkombination. Die ist unterteilt. Im oberen Fach ist das Gefrierfach und unten drunter ist dann der Kühlschrank an sich. Die gesamte Kombination hat ein Fassungsvolumen von 150 Liter. Vorne dann nochmal Stauraum, Steckdosen, unten drunter wieder Stauraum. Und man hat wirklich vom Raumgefühl richtig, richtig viel Platz, also dass man ganz bequem zu zweit oder eben auch zu viert den Wagen nutzen kann, vorne mit dem Bettumbau. Oben hat er nochmal das sogenannte Hebekippdach, dass man auch im Sommer richtig schön lüften kann, weil man das senkrecht aufstellen kann. Unter den Sitzthron hat er dann auch ringsrum nochmal Stauraum, natürlich auch unterm Bett. Da können wir mal schnell ins Haupt hochheben, dass man da ringsum auch noch mal Kleinigkeiten, Schuhe zum Beispiel, stelle ich da gern rein, weil auch vorne die kleine Öffnung hat, dass man es direkt neben der Tür auch beladen kann. Die Düsen unten sind alle für die Umluftanlage und natürlich hat er auch hinten unterm Bett Stauraum, wo ich von innen wie auch von außen zugehen kann. So, kann ich die Matratze hochheben und anschließend kann ich dann auch noch den Lattenrost hochheben. Unterm Bett ist jetzt immer ein gebrauchtes Vorzelt mit dabei, hinten die Warmwasseraufbereitung. Vorne hat er noch die Batterie für den Mooferbetrieb. Der hat ein vollautomatisches Rangiersystem von Truma mit verbaut. Also ich denke, alles in allem ein wirklich schöner, gelungener Wagen. Natürlich könnt ihr euch gern bei uns melden und den Wagen live besichtigen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Mein Leitspruch heißt immer einsteigen und wohlfühlen. Und so muss es einfach sein. Tschüss!